Heute fahren wir zum Musical über die Pauline Marie Charicot. Da hinten dabei ist die Oberdorfer Kirche, eine der wichtigsten überhaupt in ganz Tirol. Und das ist der Joe. Hallo, servus. Nein, aber der Grund ist, warum das wir fragen, weil wir selber ein Musical gespielt haben mit den Kindern am Karfreitag. König der Himmel hat das geheißen und die Kinder sind so begeistert gewesen. Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen uns mit zu einem Musical. Ja, da war ich dabei, habe ich mir umgeschaut, das Musical von den Kindern, war sehr gut. Jetzt haben wir die Tickets verteilt. Es war das erste Mal, dass es ein Musical gegeben hat in Oberndorf. Das ist das erste Mal, wo ich total berührt wurde, dass ich da mit Acting bin. Und die Mut gehabt hat, Ja zu sagen. Ich kann jetzt auch so wirklich ermutigen, die gleich bei verrückten Sachen gleich einmal dabei ist. Das freut mich natürlich, weil dann bin ich bei den Blödsinn oder bei den verrückten Sachen nicht allein. Das freut mich. Ich wünsche einen Rupfer für seinen weiteren Weg, dass er immer wieder seine Conny in der Gruppe hat. Sowas bleibt halt ewig hängen bei den Kindern. Ja sicher, sind wir dabei. Neugierig aufs Musical? Ja. Hallo. Alles aufgebaut? Ja. Alles fleißige. Hallo, du bist der Bauchredner, oder? Kann nein, das ist, schaut nur so aus, bin ich nicht. Ganz freundlich begrüßt. Hallo. Ja? Die wichtigste Koordinatorin, Michi Lastrig, der beste Michi, den ich kenne. Ja, hallo, servus. Also das Pauline-Musical, wir starten jetzt gleich. Es ist ein unfassbar berührendes Musical, ich durfte es schon einmal sehen und freue mich jetzt schon, es ein zweites Mal zu sehen. Und eben herzliche Einladung an alle, kommt und schaut euch dieses grandiose Musical an. Eine mutige Frau stellt sich vor, die Pauline. Also ja, kann die Frauenpower, genau. Die ist heute ganz auf der großen Bühne. Das finde ich überhaupt cool. Bist du der größte Spitzi? Sieht cool so aus. Und jetzt haben wir gesagt, wir fahren mit allen Schauspielern zum Pauline-Musical. Ja, ja. Luke hier, ja. Grüße Laus in Vorarlberg. Der hat das Dive-In gegründet mit seiner Frau, mit der Rebecca. Genau, und dem Bruder. Heute ein Männerabend. Und jetzt müssen wir aufhören, jetzt geht's schon los. Ich wünsche einen fantastischen Musical-Abend. Pater Karl, geheimer Initiator oder überhaupt Initiator vom Pauline Musical. Wir sind begeistert, ich habe die ganzen jungen Kinder und meine Partner heute da. Sind gefällt sehr gut aus der ersten Halbzeit. Was war deine Intention für dieses Musical? Also alle sollten sich den Namen Pauline Marie Charicot merken. Sie ist eine Selige. Sie ist selig, weil sie sich als junge Frau nicht hat entmutigen lassen und hat für jeden die Botschaft, Mut verändert die Welt. Weil jeder redet dir heute ein, du kannst nichts, du bist nichts, du bringst nichts zusammen, es nutzt nichts und so weiter und so fort. Und die Pauline hat sich davon nicht entmutigen lassen. Ich finde das so cool, wie die Kinder und die Jugendlichen alle das so herzergreifend singen und teilen. Ja. Und dass man wirklich merkt, ja, da bin ich auch dabei. Genau. Also jeder kann was tun. Ich glaube, das ist ja wirklich, also nach den ersten, was ich gesehen habe, das Musical ist absolut genial, aber es ist so, dass das einen totalen Bezug zu jedem hat, der das Musical sieht. Keine Besucher. Und der Kevin, was war deine Rolle noch einmal? Jesus, die Hauptrolle. Genau. Du warst da. Pilatus. Christina. Du warst bei uns im Musical. Der Simon von Sirene. Wie gefällt dir das Musical Pauline? Sehr gut. Ja. Wenn man da zuschaut, es ist so ein bisschen herzzerreißend. Es lässt dann irgendwie nicht kalt und reißt dann mit und so. Geht's euch auch so? Ja. Geht mir nicht mehr. Sie hat die Musik gemacht und sie hat dieses Musical geschrieben. Danke dir, dass sie sich nicht hat entmutigen lassen. Und es war ganz, ganz besonders. Ich habe mich auch immer mehr mit ihr verbunden gefühlt. Es ist schön, so eine Selige im Himmel zu haben. Aber ich bin total berührt, ja, weil das ist genau die Botschaft, die wir heute brauchen. Mut verändert die Welt. Bischof Hermann Glättler, Diözesanbischof von Innsbruck und ein ganz missionarisches Herz, auch was Berufungen anbelangt. Was hat Erna am meisten gefallen und was berührt Erna bei dem missionarischen Musical über die Pauline? Also am meisten berührt hat mich diese immer wieder aus sich aufrichten, trotz der Entmutigungen, die sie erfahren hat. Und vor allem diese Stimmen, die wir alle in uns tragen, das wird nichts, du schaffst es nicht. Und dem entgegenzuhalten, nein, der Herr ermutigt. Und das ist immer die Stimme Jesu, die ich oft erfahren habe, ich brauche dich und ich werde den Weg mit dir gehen. Du musst nicht alles wissen. Und meist ist es so, dass man eine Schwäche, die man hat, oder wenn man denkt, das ist ein Defizit, oder hier bin ich selbst, eben auch habe ich versagt.
wenn man es in die Hände des Herrn gibt, dann kann man sie wieder aufrichten. Dann ist wieder eine Kraft da. Also es ist tatsächlich so, der Glaube ist die beste Aufstehkraft. Schön auszuschauen! Was sagt dir am meisten beim Musical? Ich finde es einfach cool, mit den anderen gemeinsam auf der Bühne zu sein und zu singen und zu tanzen und Gott zu loben. Es gibt irgendwie so viel Freude, so viel Mut, so viel Ermutigung, so viel Energie um mich. Von wo nimmt sie diese Freude? Ja, ich glaube, das kommt ganz automatisch, wenn man auf der Bühne ist mit den anderen und durch das Publikum und einfach die Freude an Gott. Ja. Ja, sehr gut, danke! Hallo, Anna. Und beim Musical dabei? Ja. Und ich glaube, ja, das hat dem Publikum auch voll getaugt. Ich bin voll ausgeführt. Die Stars von oben. Wie ist es, als Star auf der Bühne? Ja, ich weiß nicht. Macht Spaß. Es ist wie die Schöne und das Biest. Ja, es ist die Schöne. Wir das Biest. Oder ich das Biest. Es geht nochmal gut aus, das ist das Wichtige. Ja, das ja, voll. Das ist der eigentliche Star. Hi. Der Vater. Der Vater der Partie. Ein Wort zu Mut. Ein Wort zu Mut. Ja. Das war. Verändert die Welt. Nein. Notwendig und wichtig. Ja. Der Mut ist eigentlich etwas, das sehr viel mit Glauben zu tun hat. Weil der Glauben lässt sich nicht entmutigen. Baut auf Gott und die Hilfe Gottes. Ja. Und auf die kann man immer bauen, kommt mir vor. Ja. Ich habe neulich gehört, dass Mut nicht bedeutet, dass man keine Angst hat. Sondern dass man da durchaus auch Angst hat, aber die Angst überwindet. Dass das auch nicht den Mut ausmacht. Ja. Alle begeistert. Super cool! Wir sind wieder mal im Waffen, gell? Ja. Lukas. Alle wieder auf. Voller Freude nach Hause. Es war so cool. Es war gewaltig, phänomenal. Alle Kinder gut drauf. Jetzt steigen wir in den Bus wieder ein. Wir sind auf Tour noch in ganz Österreich. Das heißt, wenn ihr Freunde, Bekannte habt, auch in den anderen Bundesländern, dann sagt einfach weiter. Ich würde noch ein Wort gern. Auch das, was man da so mitbringt beim Musical, dass jeder Missionar sein kann. Und ja. Dass jeder etwas, jeder hat, kann was geben und jeder kann das, was im Herzen kommt, an Glauben weiterschenken. Also jeder kann, also jeder sollte wirklich täglich beten für die Mission. Deshalb haben wir diese Gott-Kann-Bewegung, wo wir das Sammeln, das Gebet eingesetzt haben täglich. Und dann geben wir auch die Möglichkeit, dass man durch kleine Spenden einfach Großes bewegt. Wir sind ja eine katholische Massenbewegung, die päpstlichen Missionswerke. Und natürlich, du kannst nicht selber nach Afrika oder nach China oder wohin fahren, aber wir schauen, dass wir dort wirklich die jungen Kirchen fördern. Und wenn du da mitmachst, das ist meine Botschaft jetzt als Nationaldirektor von Missio, der päpstlichen Missionswerke, wenn du da mitmachst, dann veränderst auch du diese Welt. Also zuerst einmal Mut und dann Mut verändert die Welt. Mut verändert die Welt, Rupert. Amen. Berlin. Mut verändert die Welt. Das Familienmusical. Jetzt Tickets sichern.